Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Wahlen im August hier in Thüringen und dann im September für die Bundestagswahl historische Wahlen sind. Es kommt so drauf an, ob sich ein Machtwechsel in Thüringen herstellt. Das ist ganz wichtig, nicht nur für Thüringen, sondern für das ganze Land. Und es ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass sich ein Machtwechsel vielleicht ergibt in Berlin. Die Bevölkerung ist gegen die Kriegseinsätze in Afghanistan, ist gegen eine Rente mit 67, ist gegen Hartz IV. Kalt wird dagegen anregiert. Und in Thüringen zum Beispiel will die Mehrheit von Schülern, von Eltern, von Lehrern, dass gemeinsam gelernt wird, Gerechtigkeit herrscht, Chancengleichheit für alle Kinder bis zum Lebensjahr, wo es dann austariert werden kann. Aber nein, die Regierung sagt, es geht alles weiter so. Die Parlamente drücken mit Mehrheiten durch, was die Bevölkerung eigentlich nicht will. Und darum geht es. Darum geht es. Wählen Sie mit Erst- und Zweitstimme. Bitte. Links, die Linke am 30. August in Thüringen und später am 27. September im Bundestag.